eines der großen Privilegien, wenn ich auf seine Biografie schaue, ist eben diese internationalen Erfahrungen, die er gemacht hat, diese zwischen den Kulturen, zwischen den Welten irgendwie gestanden zu haben und dann zu sagen, ich muss zurück und ich habe eine Verantwortung. Und er hat was Außergewöhnliches gemacht. Er hat gesagt, okay, ich kann jetzt irgendwie mich entziehen, ich habe die Möglichkeiten, ich habe die Privilegien, mich nicht damit zu beschäftigen und dennoch tue ich es. Und dennoch bin ich bereit, dafür auch sehr viel einzusetzen. Das hat mich sehr inspiriert. Die Kommunität ist entstanden aus einer Bewegung, die im Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, die auf den Widerstand gegen Hitler zurückgeht. Was bedeutet Demokratie? Was kann man tun, die Demokratie auch im eigenen Leben erfahrbar zu machen? Wie kann man sich da engagieren? Also alles Themen, die auch was mit Adam von Trott zu tun haben. Ich würde sehr hoffen, dass Adam von Trott am Schluss des Studiums für alle Studierenden hier zumindest mal ein Name ist, dem sie begegnet sind. Und idealerweise wissen sie auch etwas darüber, was er getan hat. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Am 9. August 1909 kam Adam von Trott zu Solz in Potsdam zur Welt. Er wuchs in der Zeit der Weimarer Republik auf. Sein früh erwachtes politisches Interesse trieb ihn dazu, sich am Aufbau der Republik beteiligen zu wollen und sich für internationale Verständigung einzusetzen. Dank eines Stipendiums konnte er sein Jurastudium mit einem Politikstudium in Oxford verbinden. Dort fand er Inspiration in der britischen Labour-Bewegung. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 zerschlugen sich die politischen Hoffnungen des 23-jährigen von Trott. Während seiner juristischen Referendarausbildung in den Jahren 1933 bis 1936 verfolgte er mit Entsetzen die Errichtung der NS-Diktatur. Zugleich musste er das Scheitern der von ihm unterstützten sozialistischen Widerstandsgruppen miterleben. Aufgrund seiner Ablehnung, sich dem nationalsozialistischen Regime anzupassen, geriet er unter politischen Druck, was seine berufliche Zukunft einschränkte. Der Einfluss seiner internationalen Erfahrung auf sein demokratisches Denken ist, glaube ich, vor allen Dingen auch durch seinen Auslandsaufenthalt in Großbritannien zurückzuführen. Großbritannien war für ihn wie so eine geistige Heimat, also dieses ganze britische Denken. Und man muss auch sagen, er hatte eine Weltläufigkeit, die damals nicht unbedingt selbstverständlich war. Nach seiner Referendarszeit hat er sich entschieden, eine Weltreise zu machen, 37, 38, und ist also innerhalb Europas viel rumgereist, war in Paris oder auch London, ist aber auch in die USA gereist, ist dann nach Asien gereist, war in China und Japan und Singapur. Das heißt, also er brachte eine Weltläufigkeit mit, die ihn auch befähigte, über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wann, aber ich kann Ihnen sagen, das war der Kartoffelkeller der Familie Trott, die hier dieses Herrenhaus bewohnt hat über Jahrhunderte. Und irgendwann, nach dem Zweiten Weltkrieg, zog die Kommunität Emshausen hier in dieses Haus ein. Es besteht aus Männern und Frauen, die sich vorgenommen haben, gemeinsam zu beten, aber zu libertär zu leben und gemeinsam zu arbeiten. Die haben eine Landwirtschaft betrieben, die haben im Krieg Kriegswaisenkinder und Flüchtlinge aufgenommen. Und sie haben sich nach dem Krieg dann bald gefragt, was ist unsere Aufgabe in der neu entstehenden Demokratie? Was heißt auch Widerstand in der Demokratie? Und wie können wir diesen Ort so gestalten, dass er das Erbe der Trott-Familie und insbesondere das Erbe des Widerstands von Adam von Trott, aber auch von seinen Geschwistern, wachhält und weiterträgt? Und wie können wir diesen Ort als Ort der Gastfreundschaft und des Gebets gestalten? Die Stiftung Adam von Trott ist 1986 gegründet worden durch die Kommunität, ganz ausdrücklich mit dem Ziel, einen Erinnerungs- und einen Bildungsort zu schaffen.
Wir befinden uns gerade im Kaminzimmer im Westflügel des Anwesens der Stiftung Adam von Trott. Und ich bin Stipendiat hier, gefördert durch den Hessischen Literaturrat und lebe seit anderthalb Monaten hier, schreibe, male an meiner Graphic Novel. Im Jahr 2021 war ich als Fotograf und Videograf auf der Sea-Watch 3 im Sommer auf einer Mission, die extrem heftig war. Ich kam zurück und hatte mich mit einem Verleger unterhalten und mein Tagebuch gezeigt. Und der meinte, wann machst du die Graphic Novel? Und daraufhin ist es in die Wege geleitet, dass ich darüber schreibe, was dort passiert ist. Denn was wir gesehen haben, muss geteilt werden. Die Stiftung Adam von Trott hat mir die Möglichkeit gegeben, hier auch eine Fotoausstellung in dem Herrenhaus zu präsentieren, durch die ich die Menschen führen kann und mit denen Menschen auch in den Austausch kommen kann über die Situation im zentralen Mittelmeer. Die Fotoausstellung zeigt Bilder von Rettungen und die absolute Gewalt, die dort an unseren Außengrenzen sich auftut jeden Tag. Ja, ein Anstoß, ein wichtiger Anstoß ist die Universität Oxford gewesen. 2014 entstand die Initiative hier durch die Kooperation eines Kollegen aus der Physik, Arnulf Quatt, und mir selbst. Wir hatten beide eine Oxforder Vergangenheit und haben uns bei einem Treffen irgendwann zum Thema Adam von Trott sozusagen verirrt und haben beide festgestellt, dass wir ihn sehr verehren und haben dann einfach gesagt, wir müssen mal was tun, damit in Göttingen, seiner Alma Mater, er ebenso geehrt wird, wie er damals schon seit längerer Zeit an seiner zweiten Alma Mater, Oxford, wo er Rhodes Scholar war, geehrt wurde. Wir haben eine Reihe von Formaten, die beginnen bei einzelnen Vorträgen, wie zum Beispiel der jährlichen Adam von Trott Memorial Lecture. Es gibt internationale Graduate Seminars, also mit internationalen Studierenden, die zum großen Teil in Imshausen stattgefunden haben. Wir haben aber auch Arbeiten mit Schulen gemacht. Es gab Veranstaltungen in der Universität und spezielle Lehrveranstaltungen dazu. Also ein ganzes breites, ein breiter Strauß von verschiedenen Veranstaltungsformaten. Als ich davon einer früheren Kollegin in Oxford erzählt habe, kam einfach nur die Gegenfrage, what took you so long? Fahrt frei. Das Ziel heißt diesmal Birmingham. In geschlossener Formation geht es diesem englischen Rüstungszentrum entgegen. Das prägte natürlich auch seinen Weg in den Widerstand und auch seine Motive, Widerstand zu leisten. Weil er sich ja für den Staatsdienst entschieden hatte, Diener des Staates sein wollte, nun aber feststellte, dass der Staat selbst Terror ausübte, eine Gewaltherrschaft darstellte und er sich fragen musste, inwiefern er als Diener des Staates sich da positioniert. Adam von Trott war Teil der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und wirkte an deren Plänen für ein Deutschland nach Hitler mit, in denen die Menschenwürde und die Menschenrechte eine zentrale Rolle spielten. Doch auch in seinen eigenen Schriften formulierte Trott Konzepte für ein vereintes Europa, welche von Freiheit und Gleichberechtigung geprägt waren. Er befürwortete eine Internationalisierung der Streitkräfte sowie die Schaffung eines gemeinsamen höchsten Gerichtshofs, gemeinsamer Wirtschaftsstrukturen, einer einheitlichen Währung und einer europäischen Sozialgesetzgebung. Adam von Trott war mehr oder weniger der außenpolitische Berater des Kreisauer Kreises einerseits und auch später dann der außenpolitische Berater von Klaus-Jan Graf von Stauffenberg. Insofern spielte seine Internationalität oder sein Wissen um die internationalen Entwicklungen eine sehr zentrale Rolle für die Mitverschwörer, um die Lage richtig einzuschätzen. Man plante für die Zeit nach einem Umsturz, nach dem Sturz des NS-Regimes, man versuchte, Pläne zu entwickeln für den Wiederaufbau eines Rechtsstaates. Man war sich aber dessen bewusst, dass man nur einen Rechtsstaat wieder aufbauen kann, wenn man die Alliierten als Verbündete auch hat, die dieses Unternehmen auch unterstützen. Ich habe auf militärischem Gebiet nicht die Argumente zur Verfügung gehabt, um ihn widersprechen zu können. Ja. Ich habe aber gesagt, dass außenpolitisch eine kurzfristige Beendigung des Krieges unvorstellbar sei. Man versuchte, einen Staat aufzubauen, der praktische Basisbeteiligung von der Bevölkerung mit einschließt, die sich auf kleine Gemeinschaften stützt. Für ihn waren wichtig in der Gesellschaft wichtige Träger, die auch
also friedliches gesellschaftliches Miteinander verbinden, einerseits die Familie, dann aber auch die Kirche oder auch gewerkschaftliche Organisationen oder auch so sozialdemokratische Partei, die er selbst in den 20er Jahren auch schon gewählt hat. Und also ganz zentral war eben die Sicherstellung, dass der Staat als solches die Regierung keine Willkürherrschaft ausüben kann, dass die individuellen Rechte des Einzelnen gewahrt bleiben. Adam von Trott hatte Freundschaften nicht nur weit in die Welt hinein, sondern auch hier mit Menschen, von denen man sagt, manche sagen, das sind einfache Menschen. Aber er hat offenbar einen Blick dafür gehabt, dass jemand das Herz auf dem rechten Fleck hat. Und mit solchen Menschen hat er Kontakt gepflegt. Also mir scheint, dass Demokratie beschrieben werden kann als den Versuch, die Leiden einigermaßen gleich zu verteilen. Und wenn Demokratie heißt, dass die sozialen Unterschiede so feinfühlig und so fair ausgeglichen werden wie irgend möglich, dass Chancengleichheit besteht, dass die Rechte der Schwächeren gewahrt werden und dass man lernt, dafür zu kämpfen, aber dafür zu kämpfen ohne Gewalt, dann ist das für mich ein Programm, an dem ich ja seit DDR-Zeiten, also damals in Basisgruppen, mitzuarbeiten begonnen habe. Und ich hoffe, dass dieser Kampf nicht aufhört. Den brauchen wir. Ich glaube, es gibt verschiedenste Gründe, warum Menschen solidarisch handeln oder demokratisch sich verstehen. Ich glaube aber, zentral ist immer das Element der Selbstwirksamkeit. Irgendwann mal gemerkt zu haben, mein Handeln hat irgendwo fruchtet, bewegt andere Menschen, ist wichtig und bewegt etwas. Und gleichzeitig auch das Verständnis, das Hinterfragen von Privilegien. Zu realisieren, ich habe ein gewisses Privileg, ich habe ein gewisses Set von Privilegien. Welche Verantwortung kommt damit? Und dann dieser Verantwortung auch eben gerecht zu werden. Ich glaube, was den Unterschied macht zwischen wir besprechen das hier in der Schule mit Ihnen oder wir besprechen das in Imshausen, ist einfach die Geschichte in Imshausen. Also für uns verbunden eben mit Adam von Trott, der sich ja für Meinungsfreiheit, Vielfalt, demokratische Strukturen eingesetzt hat, letztendlich auch mit seinem Leben. Und ich glaube, das ist für Sie dann eben nochmal so ein Anreiz zu sehen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, was wir hier in Deutschland haben, dieses politische System und diese Rechte, die wir als Bürger haben, sondern dass man dafür auch kämpfen muss und dass wir einen Namensträger haben unserer Schule, der das eben getan hat bis zur letzten Konsequenz. Ein Thema war auch für mehrere Jahre Widerstand auch von Jugendlichen in verschiedenen Regimen. Das war jetzt nicht nur der Nationalsozialismus. Was hat die Jugendlichen damals bewogen, auf welche Art auch immer Widerstand zu leisten? Und dann haben wir das in unsere Jetztzeit immer geholt. Also war quasi ein Anknüpfungspunkt Widerstand leisten in irgendeiner Art und Weise und dann eben auch bezogen auf junge Menschen. Zum einen ist es tatsächlich, um Rückbezug auf mein Studium zu nehmen, der Volkswirtschaftslehre, der Entwicklungsökonomie, ein Verständnis dessen, dass wir in einer Welt leben, in der wir durch koloniale und postkoloniale Strukturen andere Länder, den globalen Süden, systematisch ausplündern und dass wir als Europäische Union oder als globaler Norden entschieden haben, dass wir den Menschen nicht erlauben, den Ressourcen, die wir ihnen stehlen, zu folgen. Und das finde ich ungerecht. Das andere ist, die auf einer persönlichen Ebene natürlich auch, meine Familie, mein Vater ist aus dem Iran geflohen. Meine Großmutter mütterlicherseits ist damals über das frische Haff geflohen. Also Migration und Flucht sind in meiner Familiengeschichte mit enthalten. Und mit diesen Geschichten bin ich groß geworden. Und ich bin dadurch unter anderem einfach auch der Meinung, dass niemand auf unnötige Art und Weise sterben muss. Und ich glaube, der Tod an den Außengrenzen, der Tod an einer Grenze, der muss nicht
der ist nicht nötig, das ist unnötig eigentlich. Man könnte es, es könnte anders sein. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus China im Jahr 1939 schloss sich Trott der aufkeimenden Widerstandsbewegung an, deren klares Ziel es war, das NS-Regime zu stürzen. Über seine Stelle im Auswärtigen Amt baute er ein geheimes Netzwerk von Kontakten auf, welches er in den folgenden Jahren kontinuierlich erweiterte. Der durch das Nazi-Regime losgetretene Weltkrieg hinderte Trott nicht daran, seine Position für den Widerstand zu nutzen. Bei Dienstreisen ins neutrale Ausland setzte er sich unter großem persönlichen Risiko dafür ein, den geplanten Regimesturz außenpolitisch abzusichern. Allerdings blieben die Botschaften des deutschen Widerstands an die Alliierten unbeantwortet. Er dachte in internationalen Kategorien. Für ihn war der Krieg ein Bürgerkrieg und der Nationalsozialismus eine Bedrohung unserer ganzen modernen Zivilisation. Das Netzwerk von Adam von Trott war ausgesprochen umfangreich und auch vielseitig zugleich, weil dieser Umschutzversuch ja kein Selbstzweck war. Also es ging nicht nur darum, den Diktator zu beseitigen und das Regime zu stürzen, sondern Ziel war ja der Wiederaufbau eines Rechtsstaates, um den Krieg zu beenden. Man kann sagen, die NS-Verfolger, also die Gestapo und dann auch die Ermittler beim Volksgerichtshof, die haben ungefähr 20 Kontakte von Adam von Trott zu Solz, zu Mitverschwörern, herausfinden können. Darüber hinaus gab es aber noch über 30 weitere Kontakte, die er gepflegt hat zu Mitverschwörern, die aus den unterschiedlichsten Bereichen des Netzwerkes kamen. Dazu zählten einerseits Sozialdemokraten und führende Gewerkschaftsvertreter, auf der anderen Seite auch sehr konservative Persönlichkeiten des Widerstandes, dann sehr viele Angehörige des Kreisauer Kreises. Dann umfasste sein Netzwerk aber auch den militärischen Bereich, darunter unter anderem die Schlüsselpersonen der Heeresgruppe Mitte, also der Widerstandsgruppe an der Ostfront, dann auch die zentralen Figuren in der militärischen Abwehr, also dem Amt Auslandabwehr, dem militärischen Geheimdienst, und auch die zentralen Persönlichkeiten in der Umschutzzentrale in Berlin im Bendlerblock. Dazu unter anderem zählt Klaus Schenker von Stauffenberg oder auch noch die militärische Gruppe in Paris. Das heißt also, sein Netzwerk war sehr umfangreich und vielseitig und er zählte letztendlich auch zu den Leuten, die im Kern des Netzwerkes am besten vernetzt waren. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der von der vaterlosen Gesellschaft geredet wurde. Auch im Osten hat es Gespräche dazu gegeben. Die Erfahrung, dass die Männer nicht wiederkamen aus dem Krieg oder ausgefallen sind in ihrer Rolle als Väter oder dass sie einfach nicht stark waren. Und ich habe zu denen gehört, die Gestalten gesucht haben, die Vorbilder sein können. Also die sich nicht auf den Widerstand reduzierten, sondern die sehr lebendige, hochintelligente, witzige, tätige Menschen gewesen sind. Was heißt also normal in der DDR? Es gab jedenfalls auch in der DDR ein Buch über den Widerstand gegen Hitler. Das habe ich mit Spannung gelesen und da fand ich auch die Fotos der Widerständler. Die habe ich abfotografiert, die hingen in meinem Zimmer. Die Frage, was Widerstand heißt, kann sich natürlich orientieren am Widerstandsparagrafen des Grundgesetzes. Sie kann aber auch fragen, wie kann in einer Demokratie, in der die Auseinandersetzung lebensnotwendig ist, zweierlei gleichzeitig gewährleistet werden, nämlich dass der Streit nicht aufhört, aber dass er ohne Gewalt geführt wird. Und wie kann nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch an diesem besonderen Ort dicht an der Grenze die Verbindung von Ost und West gepflegt werden, wachgehalten werden, vielleicht verstärkt werden? Die Kommunitären sind über Jahre immer wieder im kleinen Grenzgebiet, im kleinen Grenzverkehr auch im Osten gewesen und immer wieder in die DDR gereist. Und sie haben dann gleich nach 89 auch Menschen aus dem Osten hierher eingeladen. Also Verbindung zwischen Ost und West, der gewaltfreie Streit um die Wahrheit und die Bemühung, sich für die Demokratie, die im Westen ja auch eine ganze Weile brauchte, bis sie die Gestalt gefunden hat, nach 45 einzusetzen. Who is calling? Yes, this is Steve. This is Libyan Coast Guard. You have to leave.
In gewisser Weise ist, was an den europäischen Außengrenzen passiert, auch eine Entdemokratisierung. Und das ist wichtig, das zu sagen, und zwar in konkreten Fällen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage der, wie können wir uns dagegen wehren? Wir können uns erstmal dessen bewusst werden, dass wir alle europäische BürgerInnen sind und dass wir damit eine Verantwortung genau dafür tragen, was in Europa passiert. Darunter zählt auch die Gewalt an unseren Außengrenzen. You have to leave the SAR area, otherwise we will take every available means to force you to leave our SAR area. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir Steuergelder zahlen, die dafür aufgewendet werden, mittlerweile mit genug dokumentiert, kann ich das sagen, Pushbacks mit zu finanzieren. Dessen müssen wir uns bewusst sein und die Konsequenzen ziehen und da demokratisch laut werden. Uns an unsere politischen VertreterInnen richten und klar machen, dass wir das nicht dulden. Dass Europa eigentlich für Menschenrechte steht und auch wenn es sich gerade von den Menschenrechten verabschiedet, de facto in den Außengrenzen, dass wir dagegen sind und dass wir diese erhalten wollen. Nach dem fehlgeschlagenen Umsturzversuch am 20. Juli wurde seine Verbindung zu Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, enthüllt. 5 Tage später wurde er verhaftet. Lache und rede nicht drumrum. Also, dass Stauffenberg ein ganz übler Defätist war, denn das heißt das ja auf Deutsch, das wussten Sie seit März welchen Jahres? Seit März diesen Jahres. Im Alter von 35 Jahren wurde Adam von Trotzesolz am 26. August 1944 durch den Strang hingerichtet. Die Erinnerung an den 20. Juli ist meines Erachtens häufig fokussiert auf den militärischen Bereich. Es geht häufig um die Person Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Der zivile Bereich des Netzwerks dieses Umsturzversuches wird häufig nicht so prominent mitgedacht oder auch erwähnt in der Erinnerungskultur. Insofern steht der Name von Todt nicht so in erster Reihe von den Widerstandskämpfern, die im Zusammenhang mit dem 20. Juli genannt werden. In der Forschung hingegen hat man sich natürlich schon auch früh mit ihm beschäftigt. Er war nicht ganz unumstritten. Es wurde ihm auch vorgeworfen, vor allen Dingen nationale Ziele zu haben, sehr nationalistisch ausgerichtet zu sein. Aber die jüngere Forschung hat mehr eigentlich herausgearbeitet, dass es ihm vor allen Dingen auch um moralische Motive gegangen ist und um staatsrechtliche Motive. Ich glaube, es hat eine Phase gegeben, wo ich skeptisch geworden bin gegenüber den Heldenerzählungen. Ich habe erst spät gelernt, wie schwach der Widerstand selbst in der bekennenden Kirche gewesen ist und wie angepasst die meisten Menschen in Deutschland gewesen sind. Und ich bin dann mit einer großen Skepsis auch an diese Widerstandsgeschichten rangegangen und habe erst mal so die Slogans gehört, ja, das waren ja vor allem Adlige und die wollten eigentlich keine Demokratie, sondern die wollten ihren alten Status und ihre Privilegien retten. Und ich bin sehr schnell, und dafür bin ich dankbar, ich bin sehr schnell in Imshausen darauf gestoßen, dass die Geschichte doch anders aussah und dass die Konzepte für ein demokratisches Deutschland, die Kreisauer gemacht haben und darin etwa ein außenpolitisches Konzept, das auf Adam von Trott zurückging, weit über das hinausging, was man sonst in Deutschland gedacht hat. Adam von Trott ist eine zentrale Figur in dieser Universität und es ist das Bewusstsein gewachsen, dass man sich mit diesem Aspekt des Widerstands beschäftigen sollte, weil das ja auch ein moralisches Fundament ist für die Demokratie unserer Bundesrepublik. Das hing auch zusammen mit einem Engagement des SPD-Kreisverbands, der gesagt hat, wir sollten das Erbe von Adam von Trott in einer Weise gestalten, die aktuell ist und nicht nur erinnert. Und dann hat man Jahr für Jahr am Kreuz, hier oben auf dem Berg, am 20. Juli eine Gedenkveranstaltung mit einer Gedenkrede gehalten. Und es wurden Jahr für Jahr prominente Redner und Rednerinnen gewonnen. Und danach gab es eine Begegnung von Einheimischen, von Gästen, von an diesem Ort Interessierten. Und das war der
Start des Versuchs, Erinnerungsarbeit und Bildungsarbeit zu verbinden, wo es immer so eine Reihe von Themen gab, die sich durchzogen. Also das Ost-West-Thema hier so dicht an der Grenze. Und die Frage nach politischem Widerstand in anderen Kulturen. Es war immer die Frage nach dem Miteinander von Juden und Christen, der Situation von Juden in Deutschland heute, dem Antisemitismus. Und es gab sehr früh den Versuch, Bildungsarbeit in Schulen zu tragen und in Universitäten. So ist dann auch die Adam-von-Trott-Schule irgendwann entstanden und hat eine enge Verbindung hier in die Kommunität gehabt. Der Faschismus und die faschistoiden Ideologien, die sind nicht weg mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir sehen das mit der Wahl einer neofaschistischen Regierung in Italien. Wir sehen das aber auch in verschiedensten rechtsradikalen Strukturen innerhalb Deutschlands. Also ja, die Stiftung behandelt die großen Fragen und versucht sie im Kern anzugehen, und zwar in der Bildung von neuen Generationen, in der kritischen, demokratischen, antifaschistischen Bildung von jungen Schülerinnen und Schülern. Wenn wir uns schon mit einer Epoche abfinden müssen, in der die größere Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Lebensende steht, sollten wir doch wenigstens dafür sorgen, dass es einen Sinn hat zu sterben, gelebt zu haben.